Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich muss auch konkreter werden. Und sie muss wieder Projekte beinhalten. Und da bin ich sehr froh darüber, dass in dieser Resolution auch Projekte genannt wurden. Was möglich ist, wenn Deutschland und Frankreich eng zusammenstehen, haben wir im Fall Airbus erlebt. Und deswegen, wenn wir eng zusammenstehen, kann etwas möglich werden, was dringend notwendig für uns in Europa ist. Wir sind sowohl bei der Digitalisierung als auch bei Unternehmen im Softwarebereich, die für die Digitalisierung notwendig sind, bei weitem nicht auf Platz 1 in der Welt. Und das muss sich ändern. Und deswegen begrüße ich es außerordentlich, dass ein gemeinsames deutsch-französisches Projekt künstliche Intelligenz vorangebracht wird. Und ich wünsche mir, dass es schneller geht als der Flughafen in Berlin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Manche sagen schon scherzhaft noch schneller, aber ich finde, es muss auf jeden Fall schneller gehen. Dieser Tag heute wird die deutsch-französische Freundschaft neu kräftigen, neu voranbringen. Und vor allem dann, wenn wir alle den Willen haben, uns hier zu beteiligen. Deutschland, Frankreich als die große Achse. Europa steht vor einer großen Herausforderung. Und ich möchte es in einer einzigen Aussage zusammenführen. Europa muss eine gute Zukunft haben. Aber Europa wird nur eine gute Zukunft haben ohne Nationalismus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute vor 100 Jahren war der Erste Weltkrieg. Was wir in dieser Zeit alles überwunden haben, verdanken wir Europa. Es ist die größte Vision unserer Generation gewesen, dass Europa das wahrmacht, was die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben. Nie wieder Krieg in Europa und nie wieder Krieg aus Europa. Dass dies gelungen ist, dafür dürfen wir jeden Tag dankbar sein. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.